viele Israelis geimpft. Und obwohl die meisten Wähler seiner Partei, des Likuds, der Meinung sind, sie haben finanziell große Einbrüche, finanzielle Einbrüche erlitten, trotzdem sind sie fest überzeugt, dass sie Netanyahu bzw. seine Partei diesmal wählen. Diese Wahlen sind besonders spannend, obwohl sie schon die vierten Wahlen sind in 2 Jahren, weil es geht alles eigentlich um die Frage, ob Netanyahu die nächste Regierung bilden kann oder nicht. Und die letzten Umfragen zeigen, dass es alles ganz, ganz knapp ist. Wenn wir die 13 Parteien sehen, die eine realistische Chance haben, ins Parlament zu kommen, 13 Parteien, dann kann man sie in zwei Gruppen teilen, die Parteien, die ausdrücklich alles tun würden und nicht mit Netanyahu zu kooperieren. Man glaubt natürlich, dass das, was sie sagen, auch stimmt. Wir haben schon das, genau das Gegenteil erlebt bei den letzten Wahlen. Und im Moment sieht es so aus, als ob anhand der jüngsten Umfragen Netanyahu eine knappe Mehrheit bekommen kann von 62 Mandate. Aber das ist alles ziemlich unsicher, denn das hängt interessanterweise nicht von den großen Parteien, nicht von Netanyahus Likud, der eigentlich viel schlechter abschneidet als bei den letzten Wahlen. Und die Wahlen werden entschieden durch 4 kleinere Parteien. Und das ist zum einen eine Partei auf dem ganz rechten Spektrum. Das ist ein Bündnis, ein Rechtsbündnis, die religiösen Zionisten nennen sie sich. Wenn sie ins Parlament kommen, dann hat Netanyahu eine realistische Chance, eine Mehrheit zu bekommen. Sie werden von Netanyahu unterstützt. Netanyahu hat sogar angedeutet, wenn man seine Partei nicht wählen kann, dann soll man diese Partei wählen. Netanyahu hat auch ein Abkommen mit diesem Parteienbündnis geschlossen, damit die extra Stimmen, die nicht gezählt werden, für eine Partei zum Likud gehen. Also das ist diese rechten nationalen Wähler. Die zweite Partei, die sehr spannend ist, wir werden später darüber über den Parteivorsitzenden sprechen, ist die arabische Vereinigte Partei. Das sind die gemäßigte islamische Bewegung in Israel. Es ist unklar, ob sie ins Parlament kommt oder nicht, aber sie hat sich getrennt von den anderen arabischen Parteien, weil sie der Meinung sind, sie könnten auch für Netanyahu stimmen, wenn es sein soll. Und deswegen zählt man sie zum Netanyahu-Lager. Das wäre das erste Mal, dass eine arabische Partei in Israel schon vor den Wahlen Unterstützung für Netanyahus Likud verkündet. Dann ist es die Partei von Benny Gantz, Blau-Weiß, die laut Umfragen auf jeden Fall ins Parlament kommt, aber es gibt viele Gerüchte in Israel, dass bei Umfragen die Menschen, die Netanyahu nahe sind oder den Likud wählen wollen, sie sagen ganz bewusst, sie lügen bei den Umfragen und sagen, sie möchten Benny Gantz bzw. Blau-Weiß wählen, damit Benny Gantz nicht ausscheidet und weiterhin kandidiert bis zum bitteren Ende. Das de facto, vielleicht hat er doch verpasst die Chance, ins Parlament zu kommen. Und die vierte Partei ist natürlich die Meretz, die linke Meretz-Partei. Sie leidet darunter, dass ihre Wähler eher älter sind und sie leidet darunter, dass manche Wähler der Meinung sind, man muss eine größere Partei wählen, um Netanyahu zu stoppen. Wenn Meretz auf dem linken Spektrum scheitert, dann könnte es sehr wohl dazu führen, dass Netanyahu die nächste Regierung bildet. Ja, so sieht es im Moment aus. Ja, bevor ich auf den einen oder anderen Aspekt noch mal näher eingehen will, vielleicht schilderst du auch noch, um das Bild ein bisschen abzurunden, wieso wir es jetzt überhaupt mit einer vierten Wahl innerhalb von 2 Jahren zu tun haben. Was ist denn die Vorgeschichte dieser vierten Wahl? Also die Vorgeschichte beginnt im Dezember 2018. Das Parlament wird aufgelöst. Umstritten ist ein Gesetz zur Rekrutierung der orthodoxen Juden zum Militär, was inzwischen wieder Schlagzeilen macht, weil das oberste Gericht
hat er nicht das Wort, hat einen Beschluss neulich gefasst. Das Parlament wurde aufgelöst. Im April 2019 gibt es Parlamentswahlen. Netanyahu bekommt keine Mehrheit, weil auf einmal sein ehemaliger Verteidigungsminister, ein absolut rechtsnationaler Politiker, Lieberman, Avigdor Lieberman, entscheidet, gegen Netanyahu zu stimmen. Und Netanyahu hat keine Mehrheit. Er hat entscheidet, sofort das Parlament aufzulösen. Und das ist auch so eine komische Sache in Israel. Wenn man entscheidet, das Parlament aufzulösen, dann kann man nicht versuchen, jemand anders die Regierungsbildung zu erteilen. Sonst wäre die Geschichte ganz anders verlaufen. Aber sobald Netanyahu die Auflösung des Parlaments in Gang gesetzt hat, war nichts mehr zu behindern. Dann gab es Wahlen erneut, also die Wahlen waren im nächsten Wahlen im September 2019. Erneut hat Netanyahu keine Mehrheit bekommen. Diesmal hat auch Benny Gantz ein Mandat vom Staatspräsidenten bekommen und auch er ist daran gescheitert. Und so fanden im März vergangenen Jahres die dritten Wahlen statt und es sah ganz, ganz interessant aus, denn die Gegner von Netanyahu hatten eine knappe Mehrheit im israelischen Parlament. Natürlich kann man darüber streiten, ob diese Mehrheit zu einer Regierung führen könnte, denn wir haben von einer Seite die arabischen Parteien und von der anderen Seite Zentrumsparteien, die wahrscheinlich nicht mit diesen arabischen Parteien koalieren wollen. Aber es gab auf jeden Fall eine Mehrheit im Parlament, um ein Gesetz zu verabschieden, das besagt, dass jemand, der angeklagt wurde, keine Regierung bilden darf. Also in Israel ist es so, dass jemand, der angeklagt wurde, sein Ministeramt verlassen muss. Er kann kein Minister sein oder Ministerin. Aber es steht nirgendwo, dass er kein Premierminister sein darf oder Premierministerin. Sie wollten dieses Gesetz verabschieden und das würde bedeuten, bei Neuwahlen kann Benjamin Netanyahu gar nicht mehr kandidieren. Das wäre politisch sein politisches Aus. Und zufällig oder nicht zufällig am Vorabend des Holocaust-Gedenktages in Israel, statt Netanyahu zu stürzen mit diesem Gesetz im Parlament, hat Benny Gantz auf einmal entschieden, wegen Corona müssen wir eine Notstandsregierung bilden, hat also Blau-Weiß auseinandergenommen. Blau-Weiß bestand aus drei Parteien. Benny Gantz hat entschieden, er geht mit Netanyahu. Das war absolut absurd, denn seine Mannschaft schrumpfte auf einmal ganz stark, aber er hat es etwas geschafft, was noch niemand geschafft hat. In Israel wurde, um diese große Koalition zu bilden, vor einem Jahr, wurde das Parteiengesetz geändert. In Israel haben wir jetzt eine paritätische Regierung. Das bedeutet, Benny Gantz und Benjamin Netanyahu bilden zwei Blöcke innerhalb der Regierung. Jeder kann oder darf nur die eigenen Minister entlassen. Und alle Entscheidungen und auch die Themen, die in der Regierung diskutiert werden, müssen paritätisch von beiden Seiten, beziehungsweise von Netanyahu und Gantz beschlossen werden. Wenn Gantz ein Thema nicht in die Regierung bringen will, dann kann Netanyahu das nicht machen. Und nach anderthalb Jahren, also im November dieses Jahres, verlässt Benjamin Netanyahu sein Amt als Premierminister und Benny Gantz wird Israels Premierminister. Nun, Benjamin Netanyahu ist ein ganz, man kann viel über ihn sagen, aber intelligent ist er sehr wohl. Das heißt, er wusste, dass wenn er sein Amt verlässt und sein Prozess läuft schon, dann hat er ein Problem, weil er kann kein Minister sein, weil der Prozess läuft schon. Also Premierminister kann er sein, aber normaler Minister nicht. Was hat man daraus gemacht? Man hat einen neuen Titel erfunden und verankert per Gesetz und Koalitionsvertrag, Ersatzpremierminister. Das hat man für Netanyahu erfunden. Im Moment ist Benny Gantz der Ersatzpremierminister und alle machen sich lustig, was für ein komischer Titel. Was heißt das Ersatzpremierminister? Und Gantz sagt, es ist nichts für mich. Das ist dafür, dass wenn ich Premierminister sein werde im November, Benjamin Netanyahu wäre dann Ersatzpremierminister. Und als Ersatzpremierminister kann man das nicht verhindern, dass er trotz Anklage und trotz laufender Prozess weiterhin diese Funktion
erfüllt und weiterhin seine Partei in Schach hält. Absurd. Noch absurder ist die Situation folgendes. Was passiert, wenn Benny Gantz jetzt scheitert und nicht ins Parlament kommt? Und wir können keine, also in Israel entsteht keine Regierung, weil Netanyahu ist auch nicht in der Lage, eine Mehrheit im Parlament zu bekommen. Das heißt, es werden die fünften Wahlen stattfinden. Was passiert, wenn dazwischen vielleicht auch die fünften Wahlen auf den Winter verschoben wurden? Was passiert am 22. November dieses Jahres? Offensichtlich sieht es so aus, dass auch wenn Benny Gantz nicht mehr ins Parlament kommt, weil nicht mal 3% der Israelis ihn wählen wollen, er laut Koalitionsvertrag Premierminister sein will. Weil solange es eine Übergangsregierung ist und Netanyahu als Übergangspremierminister ist, dann muss er seinen Koalitionsvertrag erfüllen und Benny Gantz muss dann ihn ersetzen. Sie fragen, warum kommt es jetzt zu den Wahlen? Netanyahu war schlau und hat festgestellt, wenn das Gesetz zur Verabschiedung des Haushaltes nicht verabschiedet wird, wenn Israel keinen Haushaltsgesetz durchkommt, dann finden automatisch Neuwahlen statt. Und im Dezember vergangenen Jahres ist es auch geschehen. Netanyahu wusste, das ist seine einzige Chance, seinen Koalitionsvertrag zu brechen und zu verhindern, dass Benny Gantz sein Nachfolger sein wird. Und so sind wir in diese jetzige Situation mit Neuwahlen. Also das hört sich ja schon alles sehr speziell an, um es mal etwas zurückhaltend zu formulieren. Was mich in dem Zusammenhang unbedingt interessiert, kannst du dazu was sagen? Wie wird dieses ganze komplexe Gescharre hin und her, wie wird das eigentlich von der israelischen Öffentlichkeit diskutiert und wahrgenommen? Ich würde aus dem Bauch raus sagen, das ist doch alles dazu geeignet, dass sich die Leute von so jemandem wie Netanyahu abwenden. Ja, das stimmt überhaupt nicht. Also in Israel wählt man nicht laut Themen, sondern da gibt es, man wählt sozioökonomisch. Also man kann sagen, wenn du mir sagst, wo du wohnst, kann ich dir sagen, welche Partei du wählst, mehr oder weniger. Also die Israelis vielleicht wurden zwischen, ich habe vorher gesagt, es gibt bestimmte Blöcke, ja, die Rechtsnationalen oder die Zentrumsparteien oder Zentrumslinks. Also innerhalb dieser Blöcke gibt es Verschiebungen. Vor allem die Zentrumsparteien sind sehr labil, weil sie versuchen irgendwie die Quadratur des Kreises. Sie haben keine Position zu der brennenden Frage der Zwei-Staaten-Lösung. Und sie wollen irgendwas in der Mitte sein, immer in der Hoffnung, Stimmen vom Recht zu bekommen und diese Pattsituation zu brechen. Aber ich kann nur aus einer aktuellen Umfrage zitieren über Corona und Wahlergebnisse. Das Interessante ist, die Menschen, wie gesagt, wählen innerhalb ihres Kreises. Die orthodoxen Parteien wählen, die Rechtsnationalen werden eine der rechtsnationalen Parteien oder eine orthodoxen Partei oder Likud wählen, höchstens eine Zentrumspartei. Und die Linken werden die Linken wählen. Und die Araber werden auch die arabischen Parteien wählen. Und sie fragen ja, wieso? Also es gibt eine Mehrheit, die sagt, die Regierung hat die Corona-Pandemie schlecht behandelt, sowohl medizinisch, was hier nicht so durch die Medien kommt, als auch vor allem wirtschaftlich. Wirtschaftlich steht Israel in einer sehr, sehr schlechten Situation. Aber die Frage ist natürlich, wen Sie fragen. Nehmen wir die Wähler von Netanyahu, die treuesten Wähler von Netanyahu, also die Wähler von Likud und der orthodoxen Schass-Partei. Sie sind der Meinung, dass Netanyahu und seine Regierung haben die Corona-Pandemie medizinisch und auch wirtschaftlich sehr gut gemeistert. Eine klare Mehrheit dafür. Wenn Sie sie fragen, wer ist zu verdanken, dass so viele Israelis bzw. dass Israel auf der Spitze der ganzen Welt steht, was Impfungen betrifft, dann sagen 80%, das verdanken wir Herrn Netanyahu. Jetzt schauen wir auf die Gegner von Netanyahu. Ich will nicht mal die Wähler der linken Parteien gehen. Ich nehme eine Partei des Zentrums, Yair Lapid. Nur 14% der Wähler dieser Partei sind der Meinung, wir verdanken Netanyahu die Tatsache, dass wir impfen.
Die meisten sagen, wir verdanken das den Israelis, die Vertrauen haben in diesen Impfstoff und die zur Impf überhaupt bereit waren. Wir verdanken das den sehr guten Krankenkassen in Israel, die eine sehr, sehr, sehr gute Arbeit organisatorisch geleistet haben. Und schließlich verdanken wir das der Firma Pfizer, aber nicht unbedingt Netanyahu. Und wenn Sie sie fragen, dann sagen Sie, dass die Regierung kläglich gescheitert ist in der Behandlung der Corona-Pandemie. Das heißt, letztendlich ist es egal und die Leute wählen immer das Gleiche und dann muss die Regierung sich nicht besonders anstrengen. Ja, auf Corona kommen wir sicher nachher nochmal zurück. Ich wollte einen anderen Aspekt, von dem ich aber fast befürchte, du hast ihn indirekt schon beantwortet. Das heißt, im Klartext, wenn man sich zum Beispiel mal Themen und Probleme anguckt, die ja in einem Wahlkampf eigentlich immer so nach oben geführt werden, da spielen solche Dinge wie Zwei-Staaten-Lösung, die Friedensproblematik, israelisch-palästinensischer Konflikt, spielen im Grunde keine Rolle. Ist das richtig? Sie spielen schon eine Rolle, wenn das Thema brisant ist. Zum Beispiel, vielleicht hat man schon vergessen, aber wir hatten im Juli vergangenen Jahres, redet man, dass jetzt nächste Woche kommt die Annexion von Teilen des Westjordanlandes. Das war ein Thema, über die tausende von Artikeln geschrieben wurden. Da gab es aktuelle Umfragen und erstaunlicherweise sogar von den rechten Israelis waren nur 20% für die Annexion. Aber man kann sagen, konsistent seit Jahren, seit Beginn des Friedensprozesses mit den Palästinensern, gibt es immer in Israel eine klare Mehrheit, manchmal klarer, manchmal weniger klar, für eine Zwei-Staaten-Lösung mit den Palästinensern. Und die, in den Umfragen wird die Frage gestellt, beziehungsweise die Parameter werden auch genannt, damit die Leute wissen, was genau gefragt wird. Ein palästinensischer Staat ohne Armee in den Grenzen von 1967 mit kleinen Grenzkorrekturen und mit einer palästinensischen Hauptstadt in den arabischen Teilen Jerusalems. Und bei den letzten Umfragen, natürlich die Zahlen gehen etwas runter, weil die Leute das nicht richtig glauben, aber immerhin 52% sagen, sie seien dafür. 52%. Aber die gleichen Leute werden gefragt, was ist die Chance, dass in den kommenden 20 Jahren so ein Friedensabkommen tatsächlich realisiert wird, sagen konsistent seit Jahren 2/3 keine Chance, dass das realisiert wird. Und jetzt wurden sie auch gefragt, warum? Und die Hauptantwort ist, es gibt keinen zuverlässigen palästinensischen Partner. An zweiter Stelle kommt, die Hamas wird die Oberhand gewinnen im Westjordanland und würde Israel gefährden. 19% sagen, auch wenn die Hamas das nicht tut, wird die Fatah das machen. Also eine palästinensische Stadt ist ein zu großes Sicherheitsrisiko für Israel. Und schließlich sagen 18%, dass die Evakuierung von 100.000 Siedlern wird zu einem Bürgerkrieg führen. Das Wort Bürgerkrieg wird gar nicht thematisiert. Man sagt einen Riss im Volk, als ob das Volk sehr vereint sei. Aber de facto hat man Angst vor einem Bürgerkrieg. Jetzt ist die Frage, wie kann es sein und was müssen die linken Parteien tun, damit sie... Weil offensichtlich wären ihre Ideen von einer Mehrheit der Israelis geteilt. Was müssen sie also tun, um tatsächlich die Mehrheit auch im Parlament zu bekommen bei den Wahlen? Und laut Umfragen stellt es, beziehungsweise die Forscher, die Meinungsforscher sagen, dass die rechten Siedler sind nur 10% der Israelis, aber sie haben sehr viel Macht in den Medien. Und was sie tun Tag für Tag ist eine Delegitimierungskampagne für die Linken und für die arabischen Israelis, die als unpatriotisch, als Verräter dargestellt werden. Das führt dazu, dass die Parteien wie die Arbeitspartei, manchmal sogar die linke Meretz-Partei, sogar die arabischen Parteien denken, es ist vielleicht besser im Wahlkampf, gar nicht über das Thema zwei Staaten oder Palästinenser oder Besatzung zu reden, sondern wir reden über soziale Themen, über die Teuerungsrate, über Korruption. Das sind weichere Themen. Wir wollen unsere Wähler nicht verärgern, nicht reizen.
Dann kommen noch andere auf die Idee, wir gründen eine Zentrumspartei und lassen alles etwas nebulös. Was soll eigentlich Zwei-Staaten-Lösung? Jein, vielleicht so. Hauptsache, wir reden über andere Themen. Und das ist das eine Problem, dass die linken Parteien nicht dazu stehen, was sie eigentlich denken. Das zweite Partei ist, dass sie einfach keine Infrastruktur haben. Das heißt, sie brauchen Organisationen, die sie unterstützen. Sie brauchen Spender. Sie brauchen Menschen, die eine klare Politik formulieren und die diese Politik auch tragen durch die Medien. Und stattdessen versuchen sie jedes Mal bei jeden neuen Wahlen, ich würde sagen alle 6 Monate zuletzt, entweder einen neuen General zu bringen, um zu zeigen, hier, wir stellen einen General vor und dem soll man vertrauen, weil er General ist, oder wir nehmen den besten amerikanischen Wahlberater. Und das klappt bis heute nicht. Ja, das ist natürlich, sagt natürlich viel auch über die Situation der politischen Linken aus, dass sie da einfach scheinbar gar kein Land gewinnen. Nun haben wir ja eingangs und zwischendurch auch schon festgestellt, wie sehr diese Wahl auch eine Art von Personenwahl ist. Ja? Also, dass man sagt, bist du für Netanyahu, gegen Netanyahu? Dass das so ein bisschen so ein Hauptkriterium ist bei den Wahlen, den Entscheidungen, die man fällt. Gibt es denn im linken politischen Spektrum überhaupt keine Persönlichkeit, die in irgendeiner Art und Weise nicht nur Ausdruck der Programmatik ist, die die Linke hat, sondern die auch von der Popularität her Netanyahu etwas entgegenstellen könnte? Also es gibt, ich habe 3 Politiker ausgesucht, die ich vielleicht kurz darstellen möchte, die ich interessant finde. Es gibt einen, den ich nicht vorstelle, aber ihr könnt ihn selber suchen. Ich kann nur sagen, weil das nicht bei Google steht, er war ein Klassenkamerad von mir. Und war schon damals in der Gymnasium, ich war in der Technischen Hochschule, ein brillanter Redner. Und ich habe ihn vorgestern nochmal in einem Podcast mir angehört und er war wirklich brillant. Er sagte hervorragende Sachen und er war, glaube ich, 35 Jahre im Militär und wäre beinahe Generalstabschef, wenn er nicht ausgerechnet am Holocaust-Tag eine Rede gehalten hätte als hochrangiger General und gesagt hätte, dass er in Israel spürt, dass der Geist von Deutschland der 30er Jahre weht. Und das war aus. Das war aus, am Holocaust gedenkt, also sowas zu sagen, war aus für ihn. Also das war klar, es war ihm auch klar, dass er seine Karriere gefährdet, als ein sehr mutiger Mensch, Yair Golan. Aber ich rede über jemand anders, über 2, 3 Politiker, die sicherlich diese Wahlen, also die eine wird die Wahlen nicht bestimmen, aber sie ist jedenfalls die einzige Politiker in letzter Zeit in Israel, erstens die einzige Frau, die an der Spitze einer Partei steht und zweitens eine ganz, ganz bemerkenswerte Person. Das ist Merav Michaeli, die ist 54, war jahrelang Moderatorin im Radio und im Fernsehen, war Referentin und Publizistin. Sie ist die Enkelin von Israel Kastner, der vielleicht bekannt ist, Rudolf Kastner, der mit einem Sonderzug über 1000 Juden aus dem besetzten Budapest, aus dem besetzten Ungarn gerettet hat, in einem sehr umstrittenen Pakt mit Adolf Eichmann, der später in Israel erschossen wurde. Also ich glaube, dass der Geist des Großvaters für sie sehr wichtig ist. Ich habe im letzten Jahr ihre Mutter für einen Radiobeitrag interviewt und sie kam auch dazwischen. Also diese Figur des Großvaters hat sie in ihrer Antrittsrede im Parlament erwähnt und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig für sie. Das ist auch der Grund, warum sie trotz ihrer sehr linken Positionen niemals bereit war, zu einer linken Partei zu gehen und ist immer seit 2013 aktiv in der Arbeitspartei. Naja, die hat doch auch ein bisschen als linke Partei gilt, oder nicht? Naja, also nicht ganz. Die Mannschaft ist sehr links, weil Merav Michaeli, also ich erzähle kurz über ihren Werdegang. Also sie hat schon früher eine Lobbygruppe zur Unterstützung von Frauen, die sexuellen Missbrauch erlitten hatten, sexuelle Übergriffe.
Seit 2013 war sie in der Arbeitspartei, auch in den wichtigsten Ausschüssen des Parlaments. Sie versuchte im letzten Jahr alles zu tun, damit die Arbeitspartei nicht in die Regierung Netanyahu kommt, scheiterte aber. Sie stellen sich die Situation vor, sie waren drei Abgeordnete der Arbeitspartei. Zwei sind in die Regierung gegangen und dafür wurden zwei, also von drei Abgeordneten, zwei waren Minister und sie. Und sie betrieb praktisch oppositionelle Politik zu diesen beiden im Parlament. Schließlich hat die Parteizentrale, wo sie keine Mehrheit hatte, entschieden, es werden keine Neuwahlen, keine Primaries, keine Vorwahlen in der Arbeitspartei stattfinden. Merab Michaeli hat gesagt, die Partei gehört nicht dem Parteivorsitzenden, mit allem Respekt, sondern den Mitgliedern der Partei. Sie klagte vor Gericht und hat im Januar dieses Jahres gesiegt vor Gericht. Das heißt, Vorwahlen, Neuwahlen mussten stattfinden in der Partei. Und sie hat die Wahlen hoch gewonnen mit 77% Ende Januar. Und kurz danach wurden die Abgeordneten ganz demokratisch, als einzige Partei in Israel, wurden die Abgeordneten demokratisch durch die Parteimitglieder gewählt. Und sie bestand darauf, dass in den ersten 10 realistischen Kandidaten die Hälfte werden Frauen. Und das ist schon eine sehr einmalige Geschichte. Also Merab Michaeli ist auch sehr ungewöhnlich in der Art und Weise, wie sie spricht. Denn sie spricht seit Jahren so, dass sie immer in weibliche und männliche Form spricht. Und auf Hebräisch, wenn man das weiß, macht das einen Unterschied. Also vor Jahren war sie Moderatorin und führte ein sehr berühmtes Interview mit dem damaligen Verteidigungsminister. Und hat ihm eine Frage gestellt, was denken wir? Aber sie hat das in weibliche Form formuliert, sodass in diesem Live-Interview der Mann einfach nichts sagte. Weil er dachte, sie stellt die Frage an eine andere weibliche Person. Und es war sehr, sehr peinlich. Aber inzwischen wissen die Leute, was sie meint. Und sie redet einfach so, sie ist eine sehr überzeugte Feministin. Und ich glaube, sie hat die Arbeitspartei übernommen im Januar, als die Arbeitspartei in den Umfragen bei 0,7% stand und jetzt steht die Partei bei 5 oder 6%. Das ist schon ein Riesenerfolg für sie. Die zweite Person, die vielleicht die Wahl bestimmen würde, ist Mansour Abbas. Ich habe schon vorher erwähnt, der Vorsitzende der islamischen Bewegung in Israel und dieser arabischen Partei. Und er hat es geleistet, zu sagen, ich könnte mit Netanyahu kooperieren. Ja, also warum soll ich nichts tun? Ich bekomme was für meine Klientel. Wenn er mir hilft, dann helfe ich ihm. Also ich will es nicht ausschließen. Das führte dazu, dass der arabische Block, der seit 2003 besteht, praktisch zweigeteilt wurde. Und zum ersten Mal seit 2003 kandidieren die islamischen Bewegungen in Israel eigenständig. Es könnte sein, dass er das schafft und er sagt, die Mehrheit in Israel sind rechts, warum soll ich mit ihnen nicht koalieren? Wenn ich immer für die Linken in ihrer Tasche bin, dann werde ich niemals ernst genommen. Also jetzt will er auch pokern. Ich muss einfach sehen, dass er wirklich die Hand hebt, um Netanyahu wieder zu wählen. Aber das wäre jedenfalls eine sehr interessante Situation. Also er, wenn es vom Beruf her Zahnarzt. Und der dritte ist Itamar Ben-Gvir, der ist ein wirklich ein Phänomen in Israel und kandidiert jetzt und hat eine realistische Chance für den rechtsnationalen, vielleicht könnte man sagen rechtsradikalen Block reinzukommen. Der ist ein Rechtsanwalt, der nicht nur 53 Mal verklagt wurde, sondern 7 Mal auch für schuldig gesprochen wurde, unter anderem wegen Rassismus und wegen Unterstützung einer Terrororganisation. Und das ist jemand, dessen Partei jetzt mit dem Netanyahu eventuell die Mehrheit bilden könnte im Parlament. Jemand, der immerhin Rechtsanwalt ist und rechtsgerichtete nationalistische Israelis vor Gericht vertritt. Er will sogar Minister werden und ich bin gespannt, ob die Israelis das überhaupt zulassen. So, soweit zu den Wahlen. Ja, vielen Dank erstmal dafür. Dann wenden wir uns mal explizit nochmal dem Thema Corona zu. Vielleicht auch hier am Anfang, dass du mal so die aktuelle Situation schilderst. Wie ist die Lage in Corona? Und vielleicht daran anschließend auch ein bisschen was über den Verlauf und die Entwicklung in den letzten
12 Monaten, wie auch immer, in Sachen Corona und Israel schilderst? Also erstmal die Lage. Es wird sehr viel hier gesprochen, dass Israel ein Weltmeister im Impfen ist. Ja, so lautet der Titel unserer Veranstaltung. Genau, aber ich habe mir heute die Zahlen angeguckt. Es wird euch vielleicht erstaunen, aber was die Zahl der Neuinfektionen, oder wir haben jeden Tag in den Nachrichten die 7-Tage-Inzidenz und in Deutschland ist sie 83,7. In Israel ist sie 182,5. Also doppelt so hoch. Das ist schon sehr erstaunlich, wenn man bedenkt, dass über die Hälfte der Israelis bereits geimpft wurden. Ja. Jedenfalls die Reproduktionszahl ist ungefähr gleich in Deutschland und in Israel. 3% der Deutschen wurden bis heute mit dem Coronavirus infiziert und fast 10% der Israelis. Also das heißt, obwohl Israel unglaublich viel testet, Israel hat bis heute 14 Millionen Tests durchgeführt. Also Testrate ist 160%, also mehr als die Bevölkerung. In Deutschland ist die Testrate nur 50%, also dreimal so viel in Israel. Trotzdem, die Zahl der Neuinfektionen steigt. Das ist schon erstaunlich. Also besonders, also ich habe mir heute noch angeschaut, in welchen Ortschaften, weil Israel ist nicht gleich Israel, in welchen Ortschaften sind die Corona explodieren, die Infektionszahlen? Fast ausschließlich, also alle Ortschaften sind arabische Ortschaften. Arabische Kommunen, Ortschaften, vor allem in der Negev-Wüste Beduinen. Da explodieren die Corona-Zahlen. Wie erklärst du dir das? Ich erkläre das, dass dort große Familien sind, dass dort die auf sehr engem Raum leben, die sozial benachteiligt sind und die einfach nicht den Abstand haben können und vielleicht auch nicht sich nicht so nicht auf die Regeln achten, weil sie sich ohnehin vom Staat Israel nicht so richtig repräsentiert fühlen. Vielleicht gibt es auch wenige Möglichkeiten, sich dort impfen zu lassen. Das Misstrauen ist sehr groß, was die Impfung betrifft und so weiter und so fort. Also das Gleiche, was man sieht hier, dass Bevölkerungsgruppen, die am Rande stehen, ökonomisch, sozial, Migrantengruppen, die sind eher diejenigen, die auch in engen Raum leben und die neigen dazu, dort sind die Infektionszahlen wesentlich höher. Aber in Israel sind natürlich die Diskrepanz viel größer zwischen einem Beduinendorf und vielleicht einem kleinen jüdischen Dorf in der Negev. Deswegen sind die Zahlen auch ganz, ganz anders. Also was interessant ist, Israel hatte im Gegensatz zu Deutschland schon 3 Corona-Lockdowns. Und was vielleicht noch kurz dazu zu sagen ist, ist, dass im Gegensatz zu Deutschland spielten die jüdische Tradition eine ganz große Rolle. Das heißt, der erste Lockdown wurde geschlossen kurz vor Pessach, weil man einfach verhindern wollte, dass durch den Pessachfest große Infektionen stattfinden. Das ist das eine. Ein Drittel der Infektionen, hat eine Umfrage ergeben, fanden in Synagogen, in Ritualbädern oder Religionsschulen statt. Und man hatte das Gefühl immer wieder, also ich fand es interessant, dass zuerst die Theater, Kinos und das ganze Kulturleben geschlossen hat und erst viel, viel später die Synagogen, die durften weiterhin machen. Und man hatte auch das Gefühl, das klare Gefühl in Israel, dass die Polizei längst nicht so streng die Religionsschulen verfolgt, die auch trotz Verbots weiterhin offen waren und nicht radikal geschlossen wurden. Und andererseits sah man die Kontrollen bei den linken Demonstrationen in Jerusalem oder in Tel Aviv. Da wurde sehr rigoros eingegriffen. Oder manchmal wurden sogar Leute am Strand von Tel Aviv, schritt die Polizei ein. Das hat viele Israelis sehr, sehr wütend gemacht. Der zweite Lockdown kam im September, am Vorabend des jüdischen Neujahrsfestes, also wieder. Die jüdische Tradition spielte hier eine Rolle, man versuchte das zu verhindern und es gab immer so ein Hin und Her. Also die orthodoxen Politiker versuchten zu sagen, wir schließen die Synagogen und die Religionsschulen nur, wenn die Demonstrationen gegen Netanyahu auch verboten werden, weil da ist natürlich, sind die, vor allem die Linken, die gegen Netanyahu demonstrieren. Irgendwann hat man entschieden, man darf nur maximum 1 Kilometer von zu Hause demonstrieren.
Dadurch wollte man die großen Demonstrationen von dem Amtssitz von Netanjahu in Jerusalem verhindern. Die Folge war, dass im ganzen Israel kleine Demonstrationen gegen Netanjahu stattfanden und irgendwann wurde das gekippt. Die dritte Welle kam im Ende Dezember, also es war diesmal kein jüdischer Feiertag und inzwischen öffnet sich Israel wieder ein. Und das, sie haben den sogenannten grünen Impfpass und mit diesem grünen Impfpass könnte man sogar Kulturveranstaltungen besuchen, in den Läden gehen und sogar zu Fitnesszentren sind wieder offen und mit diesem Pass kann man sehr, sehr viel, ein Stück Normalität wieder gewinnen. Ist natürlich die Frage, was passiert, wenn für Menschen, die einen solchen Pass nicht haben. Also gerade habe ich geguckt heute, was ist neu mit Corona. Also gestern, es gibt einen Versuch, ein Gesetz zu verabschieden, dass Menschen, dass Arbeitgeber ihre Mitarbeiter zwingen können, entweder sich zu impfen zu lassen oder sich täglich zu testen. Ja, und dieses Gesetz kommt nicht durch, weil zwei Ministerien heftig dagegen sind. Und auch der Justizberater der Regierung. Er sagt, es ist schwierig, jemanden zu verhindern, dass er zu seinem Arbeitsplatz kommt. Was ist, wenn er in einem Archiv arbeitet und keinen Zugang zum Publikum hat? Da kann man ihn doch nicht zwingen, jeden Tag einen Corona-Test zu machen. Erstens. Zweitens, wer soll diese ganzen Tests machen? Wer soll sie bezahlen? Das Bildungsministerium sagt, laut Gesetz, wenn ein Lehrer oder eine Kindergärtnerin sagt, sie wollen sich nicht impfen lassen und sie wollen nicht jeden Tag einen Test machen, dann werden sie zu Hause bleiben und wir können sie nicht entlassen. Das heißt, sie werden weiterhin ihren Gehalt bekommen und irgendwann explodieren die Kosten. Also das scheitert erstmal nicht. Schließlich hat die Regierung gestern entschieden, dass Flüge aus der ganzen Welt nach Israel stattfinden dürfen. Und ein Freund von mir, der ebenfalls Journalist ist, ist vor wenigen Tagen mit einem Flug aus Frankfurt nach Tel Aviv geflogen und hat eine Reportage darüber geschrieben. Also das war ein Horror, ein absoluter Horror. Wenn dieser Mann kein Corona hat, nach diesen ganzen Stunden dicht gedrängt im Check-in und im Flugzeug selbst, dann ist es wirklich ein Wunder. Und der letzte Punkt zu Corona ist eine israelische Besonderheit. Der israelische Inlandsgeheimdienst wurde rekrutiert, um Corona zu bekämpfen. Der israelische Inlandsgeheimdienst verfügt über alle Handynummern, Mobiltelefonnummern der Israelis und natürlich auch der Palästinenser. Und dann kam man auf die Idee, dann könnten sie uns helfen, die Menschen zu verfolgen. Und wenn, also diese App, das in Deutschland niemals funktioniert hat, das können wir natürlich den Experten vom Geheimdienst übergeben. Tatsächlich hat im Juli, die Regierung hat den Geheimdienst gleich beauftragt, das zu machen. Dann gab es Klagen von Menschenrechtlern und deswegen musste die Regierung ein Gesetz verabschieden im vergangenen Juli, dass sie praktisch die Handy, die Mobiltelefone der Israelis beobachten dürfen, um Corona-Pandemie zu bekämpfen. Die Folge war sehr, sehr interessant. Ich meine, ich will nicht die Fähigkeiten des Inlandsgeheimdienstes bei der Bekämpfung des Terrors in Frage stellen, aber die Folge war, dass ungefähr 500.000, 650.000 Israelis bekamen ein SMS oder eine E-Mail. Nach unseren Auskünften vom Geheimdienst waren sie in Kontakt mit einem Corona-infizierten Menschen. Sie mussten also bis zum Datum dann und dann sich in Quarantäne begeben. Sie können sich vorstellen, dass viele Israelis das überhaupt nicht lustig fanden und sie versuchten beim Gesundheitsamt anzurufen. Manche machen und tun das immer noch. Sie sind nicht durchgekommen. Jedenfalls ein Bericht des Staatskontrolleurs oder Rechnungshofs in Israel aus dem vergangenen Oktober stellte fest, dass nur 3,5% der Menschen, die gewarnt wurden vom Geheimdienst, dass sie Kontakt mit Corona-Infizierten hatten, waren tatsächlich Corona-infiziert. Oh. 3,5%. Daraufhin reagierte der Geheimdienst und hat gesagt, die Zahlen sind anders, wir haben uns verbessert, wir haben 4,6% erreicht. No, wow. So, das Gesetz wurde verabschiedet für 6 Monate.
sodass jetzt die Frage, was passiert jetzt im März? Es gab wieder eine Klage und am 1. März dieses Jahres hat das oberste Gericht entschieden, dass die Richter haben gesagt, wir dürfen nicht, dass eine provisorische Maßnahme zur Bekämpfung der Corona weiterhin ein Dauerzustand wird. Israel ist der einzige demokratische Staat, westliche Staat, wo der Geheimdienst die eigenen Staatsbürger verfolgt und ohne irgendwelchen Terrorismusverdacht oder ja. Und sie haben entschieden, sie werden nur Leute verfolgen dürfen oder ihre Handynummern, wenn die Menschen sich weigern, ihre Informationen an das Gesundheitsamt zu geben. Oder wenn sie behaupten, sie hätten überhaupt niemanden getroffen, bevor sie infiziert wurden, damit sie Kontaktketten. Also wenn jemand so offensichtlich lügt, dann sagen die Richter, dann darf man ihn verfolgen. Ansonsten, die Menschen haben ihr Recht auf Privatsphäre und außerdem der Geheimdienst hat Wichtigeres zu tun, als Hunderttausende von Israelis hinterherzulaufen und sie zu befragen, wo sie wann waren wegen Corona. Vielleicht schließlich noch zu Corona die Palästinenser. Also Israel hat begonnen, am 8. März palästinensische Gastarbeiter zu impfen an den Kontrollpunkten im Westjordanland, auch in Industriegebiete, in den Siedlungen. Werden die ersten schon geimpft durch israelisches Personal. Also das ist schon interessant. Die Palästinenser sind hochglücklich darüber. Sie bedanken sich bei der israelischen Regierung. Ich habe gehört, Netanjahu überlegt sogar, dass die Palästinenser ein Wahlrecht bekommen, wenn sie so dankbar sind. Aber ich habe gedacht, man könnte das Ganze zusammenfassen unter dem Punkt zwei Völker, ein Virus und wenn die rüberkommen, um zu arbeiten, dann ist es auch vernünftig, dass sie tatsächlich geimpft werden. Nur das einzige Problem ist, dass 30.000 bis 40.000 Palästinenser täglich über die Grenze kommen, illegal. Das wissen alle. Es gab sogar Berichte im Fernsehen, sie wurden sogar interviewt und man hat sie gefragt und sie haben gesagt, was sollen wir tun? Und niemand impft diese Menschen. Weil wenn man sie impfen würde, dann würde man auch zugeben, dass sie das illegal die Grenze passieren und das wäre eine ziemliche Blamage für das Militär. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Was machst du mit diesen Menschen? Und die Palästinenser selbst haben von Israel 2000 Impfungen von Moderna bekommen und Israel gibt Impfungen, die aus Russland stammen, die Sputniks. Aber diese Impfungen reichen nur, um die Ärzte und Krankenschwestern, Krankenpfleger zu impfen und natürlich die Politiker und die wichtigen Menschen bei den Palästinensern, aber nicht die gewöhnlichen Bürger. So. Ich unsere Zuhörer herzlich einlade, Fragen zu stellen oder Anmerkungen zu machen. Gerade noch mal einen Punkt in dieser Richtung speziell nachgefragt. Kannst du noch einen Satz sagen zur Situation im Gazastreifen selbst? Es ist sehr schwer zu sagen. Also es gab einen Widerstand in Israel, dass Impfungen auch nach Gaza kommen dürfen. Am Ende wurde das genehmigt. Es gab natürlich die Angst, dass die Impfungen an die Hamas geht und nicht an die Bevölkerung. Aber Israel hat auch gewisse Interessen und will die Lage in Gaza nicht explodieren lassen, weil man weiß, dass dort die medizinische Versorgung sehr schlecht ist. Und was machst du denn, wenn dort die Zahlen wirklich explodieren? Dann werden die Menschen aus Verzweiflung versuchen, über die Grenze zu kommen. Also Israel lässt auch finanzielle Hilfe für die Menschen in Gaza, für Infrastruktur. Die Gelder kommen vor allem aus Katar. Aber in diesem Fall wurden auch manche Impfungen reingelassen. Ja, fürs Erste vielen Dank, Igal. Wir haben gelernt, dass alles nicht so weltmeisterlich ist, wie es vielleicht hier und da ausschaut. Aber wie auch immer, ich darf Sie nun alle, die Sie noch hier an den Schirmen sind, herzlich einladen, wenn Sie eine Rückfrage haben, eine Frage haben, Ihren Eindruck gerne loswerden wollen, dann bedienen Sie sich bitte dem Handzeichen unter Ihrem Menüpunkt Reaktionen oder tippen Sie in den Chat rein.
dass Sie eine Frage stellen wollen oder schreiben gleich Ihre Frage rein. Sie können jetzt gerne loslegen.